Dennis, wer ist der greatest of all time? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte die Möglichkeit, die deutsche Nationalmannschaft zu treffen in Köln beim Media Day zu Eurobasket 2022. Ihr wisst Bescheid, Köln, Berlin, wir sind alle hyped. Ich habe dort auch einiges an Content mitproduziert, werde euch jetzt in Ruhe erzählen, was, wo, wie, wann zu sehen sein wird. Und ich dachte mir, du musst die Gelegenheit eigentlich nutzen. Hab noch einen Kameramann mitgenommen und hab ein bisschen Behind the Scenes filmen lassen und hab auch die begrenzte Zeit zwischen den Drehs genutzt, um jedem Spieler eine einzige Frage zu stellen, nämlich die ewige und nervige, lästige Frage, wer ist der GOAT? Ist sehr spannend, sehr witzig geworden. Zwischendurch haben wir noch ein bisschen Horse gespielt. Ich hoffe, dass euch die Impressionen gefallen, dass euch die Antworten der Jungs gefallen. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß. Will jetzt auch gar nicht zu lange quatschen und wünsche euch viel Spaß. Der Media Day fand im wunderschönen Basketball-Campus der Rheinstars in Köln statt. Wunderschöne Location, 5 Fullcourts, Parkettboden, was will man mehr? Ich habe natürlich sofort losgelegt, den Ball geschnappt und gewartet, bis die Spieler kamen. Da haben wir David Krämer, Dennis Schröder natürlich am Start. Die Jungs mussten noch ein paar Bälle unterschreiben. Und dann haben wir auch so langsam losgelegt mit dem Dreh. Wer ist der GOAT? Michael Jordan. Justus Hollatz also mit der ersten Stimme für MJ. Wir haben dann ein bisschen Schnick, Schnack, Schnuck und 1 gegen 1 gespielt. Damals beim Tutorial, ne? Oh, Lockdown. Andi, wer ist der GOAT? Kobe. Andis Stimme ging an Kobe. Dann haben wir noch ein bisschen Ballhandling-Skills verglichen. 7? Jetzt schon 8 gegeben, weil ich so ein Spectro-Balling habe. Kein Problem. Mit einer 8 von Andi Obst kann ich auf jeden Fall sehr gut leben. Es ging Schlag auf Schlag. Die Spieler haben verschiedene Stationen durchlaufen. Mussten auch noch Fotos machen für den DBB. Da haben wir David Krämer, gegen den habe ich dann eine epische Runde Horse gespielt, da kommen wir gleich zu. David, ein Name, keine Begründung, wer ist der GOAT? LeBron James. Vorher musste er mir noch sagen, wer sein GOAT ist. Erste Stimme für LeBron und dann ging's los. Wir waren beide richtig gut drauf, muss ich sagen. War eine richtig nice Runde, Horst. Ja, David hat auf jeden Fall Range. Irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr mithalten, aber es ging gut hin und her. Der war daneben. War ein spannendes Ding. Am Ende stand es ausgeglichen. Beide hatten 4 Buchstaben, also H-O-R-S. Ja, den Move musste ich natürlich nochmal auspacken, aber David hat ihn eiskalt gekontert. Ich könnte jetzt am liebsten so gern danken, aber ich sag. Er wird am liebsten so gern danken. Wir hatten vorher gesagt, keine Dunkings und dann das hier. Der Game Winner. Da habe ich dann auch nicht reklamiert. Das war der Schlusspunkt. Glückwunsch, David. So, wir brauchen einen Namen. Wer ist der GOAT? Michael Jordan. Weiter ging es mit Nils Giffey, Moritz Wagner und Franz Wagner. Auch die haben natürlich erstmal ein paar Bälle unterschrieben. Und dann wird sehr lustiges Zeug gedreht mit den Wagner-Brüdern. Könnt ihr euch drauf freuen. Franz, ganz kurze Antwort, wer ist der GOAT? MJ. Moritz, wer ist der GOAT? Michael Jordan. Nils, ich brauche auch von dir den Greatest of All Time. MJ. Wer ist der GOAT? Kobe Bryant. Kobe, zweite Stimme für Kobe, okay, nice. Also, Michael Jordan setzt sich langsam ab und auch Kobe ist gut dabei. Wir haben weiter gedreht, geworfen, hatten Spaß. Und wie man sieht, hatten die Spieler auch Spaß. Dieses Center-Duell wurde extrem gefeiert in den Katakomben. Karim Jallo war da. Auch mit dem habe ich eine Runde Horse gespielt. Auf Parkettboden habe ich das Gefühl, treffe ich besser. Sobald die Saison dann wieder losgeht, werfe ich wieder Backsteine in den unteren Hallen dieses Landes.
Aber es war auch ein nices Matchup hier. Und auch Karim musste mir natürlich dann seinen GOAT nennen. Karim, wer ist der GOAT? Giannis. Giannis? Ja, 100%. Mauro, wer ist dein GOAT? Für mich Jamal Crawford. Ehrlich? Ja. Greatest of all time? Also nicht der größte Spieler aller Zeiten. Das ist entweder Michael Jordan oder vielleicht LeBron James, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar. Du musst dich festlegen. Das ist eine Debatte. Weil aber du jetzt für mich, wenn ich mich festlegen muss, für mich Greatest of all time im Sinne von Talent und so ein natürliches Talent für Basketball zu haben, ist Jamal Crawford. Nice. Undersized Shooting Guard, der in vielen verschiedenen Teams scored, wie er will, mit 40 immer noch in der Lage ist. Dieses Talent, für mich ist Jamal Crawford ein Gold. Nice. In einer speziellen Hinsicht. Ja, also zwei unerwartete Antworten von Karim und Maodo, würde ich sagen. Was sagt ihr dazu? Find den Gedanken von Maodo sehr spannend. Er hat dann direkt auch ein paar Jamal Crawford Skills ausgepackt. Ich habe währenddessen weiter versucht, gegen Nationalspieler zu scoren, hier gegen Joe Vogtmann. Robin, wer ist der Greatest of all time? Michael Jordan. Wer ist der Greatest of all time? LeBron James. Leon, wer ist der GOAT? LeBron James. Wer ist der GOAT? Michael Jordan. Dennis Schröder, Daniel Theiss waren die letzten an unserer Station. Auch die haben natürlich noch ein paar Bälle unterschrieben. Und auch denen musste ich natürlich die alles entscheidende Frage stellen. Daniel, wer ist der Greatest of all time? Michael Jordan. Dennis hat noch ein paar Trickshots rausgehauen. Und war auch sehr ehrgeizig, also er ist nicht gegangen, bis die alle gefallen sind. Sehr, sehr nice. Und Dennis hatte dann auch die letzte Stimme in meiner GOAT-Umfrage. Dennis, wer ist der Greatest of all time? Weil er in meiner Ära war, LeBron James. Nice, danke dir. Also, MJ vor LeBron und Kobe, was sagt ihr zu den Antworten der Jungs? Schreibt auch gerne nochmal euren aktuellen GOAT in die Kommentare. Und jetzt muss ich euch noch unbedingt auf mein neues Setup hier im Studio aufmerksam machen. Vor euch seht ihr, noch vor Björn, den neuen Shots Fire Tisch, aber auch meinen neuen Arbeitsplatz. Und an dieser Stelle dicken Shoutout an FlexiSpot. Das hier ist der FlexiSpot E7. Das ist ein höhenverstellbarer Tisch. Das heißt, ich kann hier im Stehen arbeiten. Ich kann wie jetzt im Stehen moderieren. Ich kann im Sitzen arbeiten. Ich werde mit Björn hier sitzen und Debatten gewinnen. Natürlich alles extrem hochwertig. Habe ich direkt beim Aufbau gemerkt, der übrigens auch kinderleicht war. Also ich kann wirklich diesen Tisch nur sehr empfehlen. Ist aktuell auch reduziert. Ich packe euch den Link mal in die Beschreibung. Vom 7. bis 9. September ist bei FlexiSpot auch noch Tech Day. Da gibt es noch weitere Rabatte ohne Ende. Und was soll ich noch sagen? Einfach ein richtig, richtig guter Tisch. Ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass ich so lange am Tag im Stehen arbeiten würde. Aber es gibt echt Tage, da mache ich es wirklich so 50-50, weil es echt gut tut, weil wir viel sitzen hier im Büro, gerade beim Schneiden. Ist super nice. Die Höhenverstellung erfolgt natürlich komplett elektronisch und auch extrem smooth. Und es gibt sogar eine Memory-Funktion. Das heißt, wenn ihr irgendwo eure perfekte Einstellungen gefunden habt, sowohl im Stehen als auch im Sitzen, könnt ihr die hier speichern. Also wirklich nices Gesamtpaket, egal ob im Stehen, egal ob im Sitzen, kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr könnt auch die Farbe der Platte, die Farbe der Füße individuell bestimmen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann euch den FlexiSpot auf jeden Fall nur empfehlen. Checkt den Link in der Beschreibung. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns sehr bald wieder. Folgt gerne auf Instagram. Ich habe einen neuen Account gemacht, auf dem es jetzt nur noch Basketball-Content gibt. Alle Links in der Beschreibung. Danke, dass ihr dabei wart. Haut rein. Ciao.